Fantastic. Guten Tag und willkommen zurück zu Boom Beach. Und wir müssen mal Ressourcen einsammeln und irgendwelche Sachen upgraden, damit uns hier nicht geklaut werden. Mein Rathaus steht ja immer noch vorne, um Siegespunkte zu verlieren. Das hat auch wieder ganz gut geklappt. Ich habe schon wieder 3 Stück verloren. Ich weiß, dass ich dann auch Ressourcen verliere. Das ist mir durchaus bewusst. Aber ich will das trotzdem mal ganz gut mal so machen, damit das irgendwie ein bisschen klappt. Ich weiß auch nicht, die anderen, einen oder anderen haben schon gesagt, ich bin schon relativ low mit den Punkten hier, aber wir kriegen ja trotzdem relativ starke Gegner, die ich meistens nicht kriegen kann. Und von daher muss ich einfach zusehen, dass ich dann doch noch ein bisschen tiefer komme. So. Wir wollen aber erstmal gucken, dass wir was upgraden können. Und zwar machen wir hier so ein Türmchen. Und kaufen uns dann ein neues Landstück. Dann haben wir das Gold nämlich auch sofort wieder ausgegeben. Und da kommt jemand mit Level 28 zum Vorschein. Dann wollen wir direkt mal gucken, was der so kann. Ob wir den eventuell direkt mal besiegen können. Dann kann ich euch eventuell auch das mal zeigen hier, was ich meinte mit den Panzern im Wald. Dafür müssten wir aber in den Wald fahren. Könnten wir aber mal machen. Und dann einfach mal hinten rumfahren. Ich weiß nicht, ob das was wird. Dafür müsste ich aber auf jeden Fall erstmal die Boomkanone zerstören. Und dann mache ich hier auch nochmal einen rein. Oh, die ist aber schon ein bisschen kräftiger gebaut. Die Kanone, die hält, glaube ich, ein bisschen was aus. Naja, okay, jetzt ist sie kaputt. Und dann können wir mal gucken, dass wir uns hier zack, 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 zack ansiedeln. Ich weiß nicht, die Mine da, die macht mir ein bisschen Sorgen. Weil wenn die Panzer da durchlaufen, dann geht das noch, ne, die Krieger. Hierhin. Nicht da hochrennen, ihr Fotzköpfe. Das ist, dass die sich immer aufteilen, anstatt mal zusammenzulaufen. Das geht mir ziemlich auf den Sack, muss ich sagen. Das eine Türmchen, da dürfte uns nicht so viel tun. Und jetzt kommen die Sukas mal hinterher. Nein! Oh, fuck. Ich habe mir da Kacke gemacht. Ich muss Rückzug machen. Ich muss noch mal angreifen. Ich habe nämlich jetzt wieder ein Leuchtfeuer hier vorne hingeklickt, anstatt die Bazookas. Das war nicht ganz so clever. Da müssen wir noch mal neu starten. Wenn wir jetzt nichts verloren, das ist okay. Ah, das war blöd. Da muss ich echt manchmal drauf achten, dass ich das nicht mache. Das ist mir schon ein paar Mal passiert. Aber gut, dann müssen wir das halt irgendwie jetzt mal hinnehmen und dann müssen wir nochmal von vorne anfangen. Das ist aber nicht weiter schlimm. Wir setzen hier trotzdem nochmal die Boomkanone rein und das Bombardement auf die Boomkanone meinte ich natürlich. So. Gehen jetzt trotzdem dann gleich hier vorne hin und setzen dabei auch die Sukas hin. Dann können die direkt mit dahin rennen. Und jetzt kann ich mal probieren zu zoomen. Bevor ich wieder 22 Punkte habe. Jetzt wäre es ganz gut. Alter, kommt doch hier hin. Mein Gott, jedes Mal muss man die wieder 10 Mal in der Gegend rumlenken. Das ist echt behindert. Bis die mal fertig werden, das ist unglaublich, ey. Unter aller Kanone. So, da nochmal einen dazwischen. Zack, dann sind die beide weg. Das ist gut. Und jetzt können wir gucken, ja, jetzt wollte ich eigentlich, von oben angreifen, dass wir mal hier oben noch hingehen. So, die Sukas nochmal ganz kurz heilen. Kann ja nicht schaden. Und dann müssen wir jetzt von hier oben uns mal da dran kämpfen. Aber dann kann ich euch leider das wohl diesmal nicht zeigen mit den Panzern im Wald. Dann müssen wir mal gucken, ob wir da gleich noch hingefahren kommen. Aber das können wir trotzdem machen. Ich lenke die jetzt nochmal ganz hier oben hin. Und wenn dann die Panzer im Wald schießen, dann zeige ich euch das mal. Ich gehe mal näher ran. Ich hoffe, dass das jetzt auch funktioniert. So wie ich mir das vorgestellt habe. Und dann müssen wir gucken, dass wir von hier oben Punkte sammeln und die ganzen Herrschaften da unten angreifen. So, guck hier, seht ihr das, wenn die Panzer schießen? Bombs, da fliegt sogar hier der Schnee von den Bäumen. Das finde ich echt cool gemacht. So, die heilen wir nochmal, die Schwergewichte. Ein paar Sukas sind auch noch da. Türmchen ist kaputt. Den Flammenwerfer müssen wir jetzt mal einmal betäuben. Und dann müssen wir hier oben hin. Weil hier unten brauchen wir nichts. Das Hauptquartier steht nämlich hier. Dann müssen wir jetzt nur mal eben ganz kurz noch das Hauptquartier angreifen. Dann haben wir es nämlich schon geschafft. Hier unten die beiden Maschinengewehre tun nicht mehr so viel. Die Kanone trifft zwar noch das Schwergewicht, aber das ist nicht so schlimm. Der hält das besser aus als der Panzer, glaube ich. Zack, der ist kaputt. Und dann haben wir es schon geschafft, liebe Leute. Haben wir uns den mal eben dann zugekauft, sozusagen, oben durch das neue Landstück.
und haben ihn auch sofort beseitigt. Die Sukas sind natürlich schon wieder kaputt, 8 Stück. Das ist jetzt ein bisschen semi-optimal, weil wir keine Diamanten haben, um das wieder hinzubiegen. Boah, Entschuldigung. Ich habe ein bisschen Husten momentan. Ah doch, wir haben doch 16 Stück, dann knall ich die jetzt nochmal eben durch. Ja, ich wollte eigentlich auch schon Diamanten gekauft haben. Leider hat das mit Feature Points nicht funktioniert, das, was ich euch letztes Mal irgendwann mal gezeigt hatte. Da habe ich zwar Punkte bekommen, sodass ich mir Diamanten hätte kaufen können, aber irgendwie lösen die das nicht ein. Die Lumpis. Ich habe da jetzt schon dreimal eine E-Mail hingeschrieben, dass ich die Punkte mal eingelöst haben will gegen iTunes-Gutschein, damit wir am iPad dafür die Diamanten kaufen können, aber irgendwie machen die das nicht. Oh, Dr. Terror ist ja da, was macht der denn hier? Ja, ich weiß nicht, warum die das nicht machen und das funktioniert irgendwie nicht und von daher kann ich leider nicht, nichts machen. Ich weiß nicht, warum und weshalb und wieso das nicht funktioniert, aber es geht halt nicht so. Machen wir es mal hier mit den Panzern mal eben. Obwohl, weißt du was, wir können auch mal hier das auch noch angreifen. Und dann setzen wir noch die Sukas, die sind ein bisschen schneller. Dann können die uns nämlich mal eben die Punkte holen, da oben vom Hauptquartier. Ich hoffe, die rennen da jetzt auch mal sofort hin. Ja, das klappt. Ach komm, was soll's. Ist ja egal, verlieren können wir ja nichts mehr. Schreckensabschnitt 1 ist ja immer mehr oder weniger geschenkt. Da kriegt man ja schon fast hier nur mit den Punkten hin. Bis aufs Hauptquartier natürlich. Zap, 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 zap. Ich hoffe, die rennen jetzt nicht in die Minen. Nein, tun sie nicht. Das ist ja ausnahmsweise mal sehr clever von denen. Normalerweise wären sie ja so blöd und würden da reinrennen. Aber wir haben es geschafft, so. Nächster Halt, Schreckensabschnitt 9. Schreckensabschnitt 2, Level 9 natürlich. Ist auch, denke ich mal, geschenkt. Ja, ist es wohl. 2 Flammenwerfer, da könnten wir mit Panzern angreifen. Und das machen wir auch. Oh, jetzt habe ich auch ein Schwergewicht gesetzt. Egal. Die ganzen Regler sind schon kaputt. Oh ne, einer ist noch übrig. Komm, schieß mal einmal drauf da. Zack. Und dann lassen wir die mal hier unten hin, dann kann der hier noch Punkte holen. Was ja eigentlich egal ist, aber je mehr von diesen... Ich habe ja das Gefühl, je mehr von diesen Sachen man kaputt macht, desto mehr Preise kriegt man hinterher auch raus. Von daher ist das ja vielleicht eine ganz gute Idee, das nochmal eben mitzunehmen. So, die Kiste noch. Komm, dann schaffen wir die da oben. Ne, die kriegen wir nicht mehr. Egal. Terrorregime, was haben wir denn da jetzt geschafft? Zurück. Was war denn das jetzt wohl? Da müssen wir mal eben uns die Achievement angucken. Dorf verloren? Ne, wo ist denn das gewesen jetzt? Hier. Zerstöre Dr. Terrors Basis der Massenproduktion. Okay, war die das? Abhol 80 Diamanten, geil. Sehr schön. Fortschritt 100 unter... Haben wir jetzt 100 mal die Basis zerstört, oder was? Kann natürlich sein. Level 15 geht's weiter. Mit Abschnitt 3. Oder in Abschnitt 3 geht's weiter mit Level 15. Sagen wir's mal so. Hier ist natürlich jetzt hier ein paar Minen, die auf jeden Fall zerstört werden sollen müssten. Na, machen wir das mal dahin. Flop, flop, flop. Ich hab sicher die Boomkanone. Bleibt natürlich heile, klar. Ta, 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 ta. Und dann hier oben hin, damit wir gar nicht erst da unten in das Maschinengewehr reinlaufen. Und vor allem auch nicht in die Mine. Ich weiß nicht, ob sie jetzt vielleicht hier die Kiste noch mitnehmen. Könnten sie theoretisch mal machen. Der Mörser dürfte uns ja nicht so viel tun da oben. Falls der überhaupt bis hier unten hinkommt, so. Alter, jetzt rennen die wieder wirklich zum Maschinengewehr. Sind die doof oder was? Zumindest die Sukas. Ja, jetzt muss ich es halt alle nochmal hier hinlocken. Ist egal, so. Zack, falls der Mörser da nochmal trifft, dann heilen wir uns mal eben. Aber jetzt ist das Hauptquartier auch gleich schon erledigt und damit haben wir es geschafft. Und den nächsten Schreckensabschnitt besiegt. Ach ja, jetzt wollte ich schon wieder klicken. Und wir sammeln auf jeden Fall wieder fleißig dunkle Steine, damit wir da eventuell vielleicht bald nochmal ein Meisterwerk oder einen Wächter zumindest bauen können. Padam, pam, 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 erkunden. Oha, was ist das denn für eine Boomkanone da oben? Alter Vater, ey. Ich weiß, theoretisch... Ah ne, die kann uns nicht egal sein. Die müssen wir auf jeden Fall zerstören. Machen wir mal 2 Bombardements direkt drauf. Die muss nämlich definitiv... Alter. Halleluja, die hält aber ordentlich was aus. Dann müssen wir mal jetzt hier mal unten anfangen mit den Schwergewichten noch ein paar Punkte sammeln, dass ich da nochmal ein Ding drauf schießen kann. Mit dem Panzer oder den Flammenwerfer schon mal angreifen.
Oder die Waldfee. Jetzt muss ich aber ein bisschen gucken hier. Dass das nicht in die Buchse geht. Panzer muss die Dinger kaputt machen. Ja, komm, den Flammenwerfer. Jetzt müssen die Schwergewichte... Ah, komm, Sukas mal hinterher. Ah, jetzt rennt er wieder aus dem Ding raus. Nein, ich fasse es nicht. Ich muss die scheiß Boomkanone kaputt kriegen. Es nützt alles nichts. Komm jetzt. Muss doch wohl mal reichen. Alter Vater, was ist das für ein Brummer? Die haut uns die Viecher natürlich jetzt in Grund und Boden. Ein Punkt noch. Ah komm, dann müssen wir sogar halt mal kurz anhalten. Und hoffen, dass es dann reicht, bis die kaputt ist. Ah, das wird ein bisschen kritisch diesmal. Alter Vater, was ist das denn für ein Trümmerteil, ey? Hammer. Diesmal geht's auf jeden Fall nicht ohne Verlust, aber die Sukas sind noch da, das ist ganz gut. Die scheinen das auch ganz gut auszuhalten, glaube ich. Guck, da passiert gar nichts. Umso besser. Umso besser. Aber wir haben auf jeden Fall Schwergewichte verloren und 4 Sukas. Aber wir haben ja auch Diamanten, das heißt, wir können noch ein bisschen weitermachen. Guck mal da. Ja, ist gut. So, Dalle. Next Folge, please. Level 24. Und mal gucken. Oh, wir sind auch schon wieder eigentlich über die Folgenlänge hinaus, aber dann gibt's noch mal eine XXL-Folge, ist mir auch egal. Oder ich mach 2 heute mal, ist auch, mal gucken. Wie wir's machen, ich überlege mir das gleich spontan. Föp. Nochmal einen dazwischen. Und dann wollen wir mal gucken. Als erstes würde ich sagen, machen wir mal. Ne, wir müssen erst mit den Panzern irgendwie die den Flammenwerfer noch kaputt kriegen. Jetzt mal, kann ich nicht hier noch? Ja, was kann ich denn hier noch kaputt machen? So. Ja, komm, wir setzen jetzt alles ab. Ist egal. Wir probieren es mal. Es muss schon irgendwie klappen. Ein paar Punkte gibt's ja auch noch. So, den schon mal weg. Da oben, die schaffen auch einiges, wenn wir das jetzt hier betäuben. Kriegen sie das auch. Panzer können jetzt hier, die Panzer können jetzt den Turm, der ist dann auch schon mal weg, das ist gut. Das Maschinengewehr dürfte uns nicht so viel tun. Der Flammenwerfer natürlich jetzt hier oben nochmal, den müssen wir eventuell nochmal bremsen, aber er ist auch schon kaputt. Dann können wir da nochmal ganz kurz betäuben. Hier eine Runde heilen. Und dann läuft das auch schon. Diesmal war es wieder ein bisschen einfacher als das davor, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Weil die Boomkanonen sind zum Teil echt schon heftig. Aber naja, so. Die Heavys müssten eigentlich alle überlebt haben. Das sieht fast aus, als hätten wir keine Verluste. Also zumindest nicht viele. Ne, guck, gar keine. Das ist doch schön. Und dann, gehen wir nochmal. Wo ist er denn jetzt? Da, Level 28. Auch den müssen wir noch schaffen. Umso besser, wenn wir nichts verlieren. Dann brauchen wir auch keine Diamanten ausgeben. Was haben wir denn hier jetzt? 2 Türmchen, eine Kanone, 2 Maschinengewehre. Ja, komm. Ich probiere mal aus. Vielleicht... Ah, ich hätte mal eben erst erkunden sollen. Wenn ich jetzt hier oben rumlaufe, brauche ich den Turm vielleicht gar nicht machen, ne? So. Mal gucken, was wir hier so wegkriegen jetzt. Alter, jedes Mal fehlt ein so ein Furz, ey, ernsthaft. Kann doch nicht sein, aber das machen wir jetzt mit den Sukas mal eben. Weil die Sukas, die können ja die Kanone überleben. Ich gehe jetzt aber hier hin erst. Ach komm, wir setzen jetzt alles hier hin. Ist jetzt egal. Weil wenn die Sukas jetzt auf die Kanone schießen, das geht ganz gut, glaube ich. Aber die laufen natürlich erst dahin. Zack, der ist aber weg. Das ist schon mal gut. Müssen wir mal gucken, was hier noch so passiert jetzt. Da heilen wir nochmal eine Runde. So, Maschinengewehr noch wegmachen da. Und dann sammeln wir uns hier oben. Dann kann uns der Rest nämlich nichts mehr anhaben. Ach, ja doch. Hier, ey, komm, hoch hier. Hallo. Was macht er denn? Warum kann ich das denn nicht da hinsetzen? Mann, es hat ja wieder 100 Jahre gedauert hier, die Scheiße. Naja, egal. Das schaffen wir noch. Hauptsache, der Panzer geht nicht auch noch kaputt. Na gut, der fährt schon mal in den Heilungsbereich rein. Das ist okay.
Und dann haben wir es geschafft. Jawohl. Ich weiß nicht, warum jetzt hier ständig ungültiger Standort war. Ich hab's doch extra auf die Wiese gesetzt. Drei Heavys verloren, das geht sogar noch. Ich dachte, da wäre jetzt ein bisschen mehr kaputt gegangen. Aber umso besser. Bauen. Wir können bauen. Wir können bauen. Und zwar einen Götzen. Und natürlich neue Truppen. 10 Sekunden noch. Was hat er denn noch? So. Chop, chidup. Einsetzen und Bonus erhalten. Erhöht die Chance. Was haben wir denn? Ach, Statuenlimit erreicht. Okay. Kraftsteinchance 10%. Warte mal, haben wir nicht schon einen mit Kraftsteinchance? 51%, klar, okay. Zurückfordern. Wie viel haben wir jetzt davon? Jetzt haben wir 6. Ah, wir brauchen noch einen dunklen Stein, dann können wir nochmal einen Wächter bauen. Das ist natürlich eine gute Sache. Mal schauen. Das dürften wir ja sogar schaffen. Erkunden wir mal den Kollegen. So. Alter, schon wieder diese verfickte Mega-Boom-Kanone. Aber der ganze Rotz hier unten kann uns theoretisch egal sein. Wir müssen nur die Boom-Kanone kaputt kriegen und dann hier oben rum. Aber wir müssen sie halt erstmal kaputt kriegen. Das wird nämlich die Herausforderung an der Sache. Bom, okay, das lief. So, jetzt hier zack, 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 zack. Ja. Da das Kistchen mal eben kaputt machen, damit wir den nächsten Panzer noch hinsetzen können. Komm. Hier an Land und dann muss ich mal hier oben hingehen. Kümmert euch mal um die Kanönchen da. Die Türme müssen wir natürlich auch irgendwie kaputt kriegen. Ah, die Boomkanonen, die Kanonen sind natürlich auch nicht gut für unsere Heavys. Da müssen sich jetzt mal die Sukas mal drum kümmern. Weil die kriegen gerade auch vom Maschinengewehr einen auf den Sack. Aber jetzt die Kanone gleich zumindest kaputt, das ist schon mal ganz gut. Nein, jetzt renne ich natürlich wieder weg. Ah. Der Turm muss noch weg und dann könnte es fast klappen, wenn wir hier unten hinfahren. Komm schon, mach den weg. Komm schon, schieß. 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 Ist das, lass das bitte außerhalb der Reichweite sein. Oder lass sie den Turm kaputt kriegen. Nein, das passt nicht. Scheiße, das geht in die Box. Gut, da haben wir mal gefailt. Ah, leck mich doch. Oh, weil uns jetzt genau der eine dumme Stein fehlt, ne? War klar. Egal, ich mache neue Truppen. Und den Rest mache ich später. Ich würde sagen, ich bedanke mich jetzt fürs Zugucken. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Das war jetzt halt eine etwas überlange Folge. Ist aber nicht weiter schlimm. Danke fürs Zugucken. Gebt einen Daumen nach oben, wenn es euch gefallen hat. Abonnieren nicht vergessen. Und wir sehen uns morgen wieder. Tschüssi.